Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, die etwas älteren Abonnenten werden es wahrscheinlich noch, als eine krasse Folge Neuzugänge die nächste gejagt hat. Neuzugänge Folgen, die 1, 2, 3, 4 bis zu 5000 Euro wert waren. Wo man wirklich nur Retro-Pack-Secrets, Tournament-Pack, Champion-Pack, McDonald's-Pack, seltene Booster-Karten, Ghost Rares etc. gesehen hat, seltene Stücke aus Japan, zum Beispiel Ghost und Ultis, Collector's Rares, Millennium Rare, Gold Millennium Rare etc. Tja, aufgrund der Sparmaßnahmen, die ich natürlich ergriffen habe, um eben diesen selben Content, vielleicht sogar noch in noch besserer Qualität ab 2020 permanent bringen zu können, habe ich ja aktuell eben diese Sparmaßnahmen ergriffen. Und dennoch dachte ich mir, ich schicke euch mal für eine Folge zurück in diese Zeit und habe mir eine 1300 Euro teure Neuzugänge-Folge gegönnt vom lieben David. Und hierbei handelt es sich, ich weiß nicht, ob ich es im Titel schon so hinschreiben werde oder nicht, aber möglicherweise steht es schon im Titel, wie ihr dann wahrscheinlich zu lesen bekommt, handelt es sich um Ghosts und Ultis aus Japan. Und wie ihr seht, nicht zu knapp. Und ich würde sagen, nach dem etwas längeren Vorwort legen wir los. Als erstes lächelt uns ein Blue Eyes White Dragon Ghost Rare an aus TRC1. Den haben wir jetzt. Oh Gott, wie oft haben wir den jetzt? Ist das jetzt der fünfte oder der sechste? Ich weiß es gar nicht. Es gibt zwei unterschiedliche Ghost Rare Varianten von dem. Einmal den hier aus TRC1 und einmal den aus dem Set, das unserem Duelist Saga ziemlich ähnlich ist, in Japan, dem 20th Anniversary Pack. Und dort ist er halt auch in Ghost rausgekommen, allerdings finden sich da noch so parallele Streifen. Oh, jetzt habe ich geteasert, weil da hinten haben wir nämlich schon. Das hier ist die etwas teurere Variante, die geht so um die 100 aktuell, weil der halt auch nicht mehr produziert wird. Und da ihr es jetzt eh schon gesehen habt, machen wir auch direkt weiter. Wir haben hier dreimal den aus dem Anniversary Pack. Der aus dem Anniversary Pack, den hatten wir vorher noch gar nicht. Das sind jetzt die ersten drei sozusagen. Ich werde es natürlich so machen. Ich sage ja, ich sammle ja von jeder Rarität 10 Stück. Ich werde jetzt hier nicht 10 von dem und 10 von denen sammeln, sondern ich sammle 10 in Ghost. Wir haben allgemein 5 von denen, 5 von denen. Und ja, ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Die dürften so um die, ich glaube, 60 Euro müssten die gehen. Mehr dürfte das nicht sein. Das heißt, das hier ist Premiere in dieser Rarität. Mit diesen Parallelstreifen sehen wir sie hier das erste Mal auf dem Kanal. Richtig geile Sache. Aber es gab ja noch eine andere Ghost in diesem Set und die haben wir hier auf dem Kanal schon gesehen. Den haben wir hier schon viermal gehabt bisher. Und das ist der Dark Magician in dieser Rarität. Der ist relativ günstig, der geht 30 Euro das Stück. Und er war nur damals teuer, wo er rausgekommen ist. Also wo er frisch rausgekommen ist, da wurden erstmal so ganz horrende Preise wie 100 Euro und so verlangt. Und naja, weil ich natürlich alles direkt haben muss, ihr kennt mich ja, habe ich mir den auch damals dann für den Preis geholt, was eigentlich vom Ende her betrachtet ziemlich dämlich war. Aber das macht nichts. Ich habe ihn als allererstes auf meinem YouTube-Kanal gezeigt. Das heißt, ich war einer der Ersten oder der Erste in Deutschland, der ihn überhaupt den Zuschauern zeigen konnte. Ich wage sogar zu behaupten, dass ich bis heute der Einzige bin, bei dem man diese Karte gesehen hat. Zumindest halt im deutschsprachigen Bereich. Wir haben hier drei Stück. Das heißt, das müssen jetzt ungefähr, müssen jetzt unsere siebten sein, die wir mit den drei haben. Und ja, der Dark Magician ist vom Ghost Rare Effekt her nicht ganz so beeindruckend wie der Blue Eyes. Ich fand den Blue Eyes auch schon immer cooler als den Dark Magician, vor allen Dingen mit dem Artwork. Mein Lieblings Dark Magician Artwork ist ja das im LOB-Style. Und den in Secret Rare aus der Booster Pack Tin ist einfach, also aus BPT, ist einfach der Hammer. Gut, wollen wir nicht zu lange hier stehen bleiben. Es geht weiter und zwar mit einem Red Eyes B-Dragon. Einer Karte, die ich auch schon habe. Allerdings habe ich damals keine Neuzugänge-Folge dazu gemacht, weil ich nur drei oder vier Stück von denen bekommen habe. Und wegen vier Karten kann man halt einfach keine Neuzugänge-Folge machen, vor allen Dingen, wenn es viermal dieselbe ist. Dementsprechend ist das an euch vorbeigegangen. Aber jetzt könnt ihr ihn sehen, der Red Eye B-Dragon in Ghost Rare. Der Ghost Rare-Effekt ist extrem geil, muss ich sagen. Also der Drache hebt sich sehr stark vom Hintergrund ab, ist sehr gut gemacht worden. Eigentlich muss man sagen, ist das gar kein Ghost Rare. Eigentlich ist das Holographic Rare. Das unterscheidet sich von den Ghost Rares dahingehend, dass bei unseren als Ghost Rare bekannten Karten noch so ein regenbogenartiges Schillern in der Karte zu sehen ist. Das ist wohl irgendwie so eine Extrafolierung, die da mit drin ist. Das fehlt hier. Also hier schillert nichts Regenbogenfarben. Das ist nur ein minimaler Unterschied, aber es reicht um, ja, dass es halt zwei unterschiedliche Raritäten sind. Deswegen unterscheidet man eben hier im TCG zwischen Ghost und im OCG den Holographic Rares. Genau.
Weiter geht's mit einer Karte, die richtig krank ist, richtig geil. Und zwar ist das hier der blauäugige alternative weiße Drache. Ursprünglich waren es, glaube ich, 5 Stück, die er da hatte. Er hatte aber leider nur noch 2. Die anderen hat er wohl schon verkauft gehabt. Schade, schade. Aber richtig geil. Ja, also richtig geil. Gefällt mir sehr gut. Auch hier ist der Ghost Ray Effekt extrem gut zu sehen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so auffängt. Ich habe zwar hier gerade gutes Licht, aber bei Ghost Ray ist das immer ein bisschen schwer, das so in die Kamera reinzubringen, muss ich sagen. Also der Effekt ist halt einfach geil. Der ist echt Bombe. Hebt sich auch super vom Hintergrund ab. Auch der vordere Körper und der hintere Schwanz ist halt einfach... Also man hat wirklich das Gefühl, das Ding fliegt aus der Karte raus. Ne? Richtig krass. Auch eine Karte, von der ich gar nicht wusste, dass es die in Ghost gibt. Wo ich wirklich überrascht war, habe ich erst gesehen, als ich den Beitrag gesehen habe, ist diese hier. Das ist aufgegeben. Von dem hat er auch 5 Stück da, aber leider Gottes auch nur noch 2 für mich. Krass, richtig krass. Ich weiß, keine Ahnung, was der geht. Der kommt aus DP19, ich weiß auch gar nicht, was das für ein Pack ist. Aber es ist einfach eine übertrieben geile Karte. Aufgegeben ist einfach eine super Karte, ne? Also jeder Oldschool-Fan müsste diese Karte eigentlich lieben, ja. Okay, der Ghost Ray Effekt, zugegeben, ist eher so mittelmäßig, habe schon bessere Umsetzungen gesehen, beziehungsweise der Holographic Ray Effekt. Man kann hier am Kopf das ein bisschen erkennen, dass es so 3D-mäßig ist, aber ansonsten sieht das Ganze eigentlich noch relativ 2D-mäßig aus. Okay, wobei das Artwork halt auch tatsächlich wenig Spielraum für den 3D-Effekt lässt, da halt auch wirklich kaum Hintergrund zu sehen ist. Und ja, aber sehr, sehr coole Karte, richtig nice. Freut mich. Dann eine Karte, die ich bisher erst einmal hatte, bevor ich die hier bekommen habe. Das ist der, oh Gott, ich kann mir seinen Namen nie merken. Der kam aus Shining Victories und das ist dieser Glasflügel Shining. Nee. Glänzender Glasflügel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeiner dieser Glasflügeldrachen, die halt auch mal wirklich meta-relevant waren und Blue Eyes wirklich richtig hochkatapultiert hatten. Soweit ich weiß. Und ja, es ist auf jeden Fall in Ghost eine richtig schöne Sache. Ich glaube, 40 Euro habe ich damals für meinen ersten bezahlt. Wie viel er jetzt geht, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe auch nicht bei jeder Karte um den Preis verhandelt. Ich habe einfach gesagt, jo, was kostet das Zeug? Er hat gesagt, ja, 1300 in etwa. Und ich kenne ihn ja, ich habe schon öfter mit ihm verhandelt. Er ist fair, was die Preise angeht, definitiv. Und dementsprechend frage ich auch nicht großartig nach. Er will das, er hat es von mir gekriegt. Und ja, ich habe das, was ich will. Er hat das, was er will. Bekommt das, was er will, sagen wir es mal so. Dann haben wir etwas, das ich auch extrem cool finde, das ist der buntäugige Pendeldrache. Und hier ist der 3D-Effekt halt auch richtig gut gelungen. Ja, also hier die ganze vordere Kopfpartie, der hintere, der Torso quasi mit Hals und dann diese Flügel hier hinten. Einfach extrem nice gemacht, ja, vom 3D-Effekt her. Auch hier müssten, glaube ich, 4 Exemplare bei sein. Ich muss sagen, ich finde dieses Monster aus dem Anime richtig hässlich. Also, es tut mir leid, der buntäugige Pendeldrache ist ein hässliches Monster an sich, wenn man sich den Anime mal anschaut. Aber als Karte, so vom Design her, finde ich ihn gut. Also so wie auf den Karten dargestellt ist, mag ich ihn. Nur halt als Monster im Anime finde ich ihn richtig pottenhässlich. Ja, ist halt wieder das Hauptmonster, das sieht man auch hier wieder die Stats, ne? Immer dieselben. Die Hauptmonster haben immer dieselben Stats von den jeweiligen Hauptprotagonisten. Ja, ist auch eine mega coole Karte. Dann eine Karte, die ich auch schon habe. Das ist der finstere Rebellionsdrache, glaube ich. Oder nee, der buntäugige Rebellionsdrache. Das war dann im Anime ganz groß war das. Ich habe Pfeiffer erst letztens zu Ende geguckt. Da wurde dann durch eine spezielle Zauberkarte konnte dann der buntäugige Pendeldrache mit dem finsteren Rebellions-Xyz-Drachen kombiniert werden. Und dann hat man eben den buntäugigen Rebellionsdrachen rausbekommen. Eine extrem geile Karte, also auch so vom ganzen Design und vom Artwork her. Ich finde ihn einfach so nice. Bei uns gab es ihn ja in Secret und Ultimate Rare. In Japan eben nochmal in... Oh, wir haben sogar 5. nochmal in Ghost Rare. Ich habe, glaube ich, 2 Stück schon von denen gehabt. Mit denen hier sind es 7. Und jetzt kommen wir zu den Ultimate Rares. Ja, bei den Ultimate Rares haben wir auch einen alten Bekannten als allererstes. Das ist der herbeigerufene Totenkopf, den haben wir ja auch schon 2 oder 3 Mal gesehen, noch nicht allzu oft. Ist auf jeden Fall ein schönes Stück, auch relativ kostspielig. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass bei 30 Euro sowas, 35, müsste der Spaß beginnen bei der Karte. Kommt aus SC51, das ist glaube ich eins dieser älteren japanischen Sets aus... also die später mit anderen japanischen Sets kombiniert zu einem unserer europäischen TCG-Sets geworden sind.
Und ja, ist auf jeden Fall mega nice. Das ist auch nicht 100% Mint, der hat hier oben einen kleinen Ditcher und hier, aber das ist wirklich minimal. Und ja, scheiß drauf, ohne Witz, das ist eine hammergeile Karte. Wirklich eine hammergeile Karte. Dann haben wir eine Karte, die wir auch kennen. Und die habe ich aktuell schon 4-mal hier gehabt. Jetzt habe ich sie insgesamt 6-mal hier. Das ist das 1000-äugige Opfer in Ultimate Rare. 40 Euro habe ich damals für das Stück bezahlt. Wie viel er aktuell geht, ist mir so nicht transparent. Ich finde Artwork in Ultimate einfach übertrieben krass. Ja, auch, auch wie das Ultimate Rare gemacht ist, ja. Es ist einfach übertrieben krass. Kennt ihr das? Die älteren deutschen Ultimates, da hat man kaum erkannt, dass das Ultimate Rare ist. Und hier ist das halt einfach so heftig gestanzt, ne? Also so heftig geprägt. Das ist also wirklich krass. Sieht halt übertrieben fett aus. Und ist halt auch wirklich ein schönes Sammlerstück. Also wenn man auf japanische Karten steht, auch japanische Karten sammelt oder so, da kommt man um sowas einfach nicht drum rum. Ich hatte auch schon mal einen Bekannten, der auch einen hatte. Der hatte sonst nur Schrott in seinem Binder, nur, aber die hatte er in Mint. In einem Toploader und die wollte er ums Verrecken nicht hergeben. Ist ja auch verständlich. Ein weiterer, etwas älterer Bekannter, den wir jetzt hier das 7. Mal insgesamt bekommen haben, ist der der Beastguard Dragon. 2-mal haben wir ihn bekommen, genau. Das heißt, wir haben 8 Stück mit den beiden jetzt. Auch eine relativ coole Karte, allerdings im Verhältnis in Anführungszeichen auch ganz günstig. 30 Euro das Stück in etwa. Da lag so in etwa der Preis, zumindest damals. Finde ich für so eine japanische Ulti eine schöne alte. Vielleicht auch, wenn man als Einsteiger bzw. eben in diesen OCG-Sammelbereich einsteigt, finde ich die vielleicht ganz cool. Vor allen Dingen in Ultimate kommt halt auch der Background hier so richtig zum Tragen. Also der ist fast noch geiler als das Monster. Das Monster selber ist ja auch nicht gestanzt. Das ist hier wirklich nur der Background und halt die Krallen und die Knochenelemente hier. Wie man sieht, aber ansonsten ist das Monster ja ganz normal. Aber der Hintergrund kommt ja halt wirklich echt gut zum Tragen und ich feiere es einfach abartig. Die Karte ist richtig geil. Dann ein Gaia. Das ist unser 2. Wir haben den erst einmal davor gehabt und der soll richtig teuer sein. Ich habe das nur in den Kommentaren gelesen, weil einer nach Gaia gefragt hat, was der kostet. Und da wird halt gemeint, dass da relativ viel geht. Ich habe jetzt im Speziellen nicht nachgefragt, wie viel das war. Ich wollte es auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber man kann mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls es hier Experten gibt sozusagen, die sich damit auskennen. Und ja, ich meine, eBay-Preise zählen da nicht. Ne? Also eBay-Preise, an denen orientiere ich mich nie, auch nicht bei OCG-Karten. Weil ich habe auch schon Leute gesehen, die haben einen Ultimate Ende von Anubis für einen Fuffi auf eBay verkauft und der geht plus 3-4 Euro. Also von dem her. Dann, sehr cool, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir den schon haben und wenn dann nur ein oder zweimal, das ist der Drachenmeister Gaia, glaube ich, ne, Drachenmeister Champion Gaia oder so, den haben wir hier als Playset in Ultimate Rare, gab es aus LOB in Secret und gab es den noch irgendwo in Ultra Rare, zum Retro Pack vielleicht, ich bin mir aber gar nicht sicher, ich habe auf jeden Fall ein Missprint von dem, da hat eine Ultra Rare Schrift und ein Secret Rare Bild aus LOB, auch richtig fett. Mega nice, kommt aus dem Set 304. Die ganz alten Sets aus Japan, die hatten eben nur so eine Nummer als Setangabe. Die hatten keinen wirklichen Namen, zumindest keinen Kürzel hier als Namen stehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das Set genau hieß. Aber auch dabei handelt es sich um eins dieser Sets, wo halt wo halt damit ein späteren Set kombiniert worden ist, um dann im TCG zum Beispiel, keine Ahnung, Invasion of Chaos oder so rauszubringen. Zum Beispiel eins der japanischen Sets, Invader of Darkness, wurde später mit einem anderen Set kombiniert und bei uns kam das dann als Invasion of Chaos raus. Nur mal, um das mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Und dann zu guter Letzt eine Karte, die ich so, glaube ich, noch gar nicht hatte in der Seltenheit. Das ist der Cyberdrache Unendlichkeit. Und bei dem war es halt dahingehend cool. Ich hatte schon mal einen am Start, der mir den verhökern wollte, aber der war mir zu teuer. Da wollte ich, glaube ich, 85 Euro das Stück dafür haben. Da habe ich natürlich gesagt, nö. Also ich meine, ich bin zwar großzügig, ich zahle auch großzügig, aber man sollte niemals den Fehler machen, meine wohlüberlegte Kurzsichtigkeit als Blindheit zu deklarieren. Ne? Also total bescheuert bin ich nicht. Hier auf jeden Fall für einen fairen Preis bekommen. Und ja, das war es auch im Endeffekt wieder mit der Folge Neuzugänge. Wir haben jetzt hier tatsächlich fast 15 Minuten voll bekommen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr diese Folge fandet. Ich darf auch ankündigen, es kommt noch ein Mega-Opening. Ich habe eine Sammlung gespendet bekommen, einen Ordner vom lieben Eike. Mega cool. Vielen Dank auch nochmal hier an der Stelle an dich. Habe ich auch in meiner House of Cards Gruppe gepostet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.